Guten Abend, ganz herzlich willkommen in der Baumusterzentrale. Man kann es nicht anders sagen, aber es ist ein steiniger Einstieg in dieses Jahr, denn auch nächsten Donnerstag werden wir wieder über Stein sprechen, dann am Brownback Lunch mit der Firma Hegni. Da geht es dann auch um Steinveredelung, Steinrenovation von Bodenbelägen, welche Steine eignen sich für welche Art von Nutzung. In diesem Sinne ist dieser Brownback Lunch in einer Woche eine Art Postgrade für den heutigen Abend. Sie können sich da auch gerne anmelden. Heute geht es um die barocken Blätter der Kathedrale, das wunderbare Projekt von Caruso St. John Architects, das sie zusammen mit den Schmidt Natursteinwerken realisiert haben. Der Untertitel für diese Veranstaltung, für Treffpunkt, ist Gestaltung im Handwerk. Und ich denke, man kann wirklich sagen, dass bei diesem Projekt dieser Untertitel in fast schon radikaler Art und Weise umgesetzt wurde. Gleich nach mir wird Ihnen David Keist vom Haus der Farbe die Referenten kurz persönlich vorstellen. Eben David vom Haus der Farbe. Das Haus der Farbe organisiert diese Reihe Treffpunkt Gestaltung im Handwerk und ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken beim Haus der Farbe für diese tolle Zusammenarbeit, dass ihr diese tollen Projekte und Themen und Inhalte zu uns ins Haus bringt. Auch bedanken möchte ich mich bei der Firma Rolf Schlagenhauf, dem Hauptsponsor dieser Veranstaltungsreihe. Herr Schlagenhauf ist auch selbst hier. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das ermöglichen, das große Handwerkunternehmen hier im Raum Zürich, das Sie vermutlich auch alle kennen. Ja, das wäre es von mir. Ich darf an David übergeben und wünsche Ihnen einen spannenden und lehrreichen Abend heute hier. Guten Abend miteinander. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend, zum Treffpunkt Gestaltung im Handwerk. Stefan Baumberger hat es bereits vorhin gesagt, ich bin verantwortlich für diese Themen, die wir jedes Jahr zweimal jährlich, einmal im Frühjahr und einmal im Spätjahr suchen, rekrutieren, wo es genau um dieses Thema geht, nämlich Gestaltung im Handwerk. Objekte zu zeigen, bei der die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Architekten und Handwerkern zu außerordentlichen Ergebnissen führen. Und es wäre fehl am Platz, wenn ich jetzt hier dieses Projekt explizit erläutern würde, sondern ich stehe heute eigentlich, wenn es um dieses Thema geht, nämlich um die barocken Blätter der Kathedrale als Dilettanten vor Ihnen. Als Dilettanten insofern, weil ich zwar als Maler sicherlich auch leidenschaftlicher Handwerker bin, aber es Leute gibt, die sich mit diesem Thema, mit diesem steinigen Thema, mit dieser traditionellen, ursprünglichen Technik in diesem Kontext der barocken Kathedrale in St. Gallen sicherlich besser auskennen und einiges zu erzählen haben. Ich will an dieser Stelle eigentlich gerne an die beiden Herren übergeben. Ich begrüße ganz herzlich Florian Zierer. Er ist von den Architekten Caruso St. John zusammen mit Urs Schmidt von den Natursteinwerken. Und ich freue mich extrem, dass ihr heute uns dieses Projekt vorstellt. Herzlichen Dank für die Einladung, die wir einmal verschoben haben. Es ist schön, dass das Jahresbeginn die Kräfte mobilisiert hat, die notwendig sind, um in die Archive zu gehen und Ihnen das Projekt so lebendig wie möglich nahezubringen. Das Handwerk, was im Mittelpunkt steht, ist wichtig, weil es sozusagen neben dem Geist den Körper darstellt, ohne den unserer Ansicht nach der Geist nichts wäre.
Es geht um den Altar in der Kathedrale von St. Gallen, der, wie es das Foto zeigt, am 29. September 2013 geweiht worden ist. Leider sind nicht alle Fotos vorhanden. Das war eine sehr, wie dieser Weihrauch es zeigt, eine sehr opulente Weihe. Und für mich das erste Mal verstanden habe, was das bedeutet, bevor man diese Möbel eben, die vom Körper gebaut und mit der Hand gebaut worden sind, zu geistigen Mobiliar werden. Und ich werde einen Teil erläutern, der den Kontext beschreibt des Entwurfes und warum, wie die Sachen zueinander stehen, und dann in der Intimität dieses Kreises wollen wir dann die Geheimnisse lüften, die zu dem Ergebnis geführt haben und die unter der Oberfläche für viel Aufregung gesorgt haben, für die es gesehen haben. Und wenn man die Bilder anschaut, dann ist es heutzutage immer noch sehr aufregend, wenn man weiß, was sich hinter diesem Handwerk befindet. Die Aufgabenstellung war ein geladener Wettbewerb, nur kurz, von der katholischen Administration in St. Gallen, um diesen Altar, der hier steht, das Provisorium, was seit Vatikan II dort stand, zu ersetzen. In ganz groben Zügen vielleicht die wesentlichen Punkte des Vatikan II waren vielleicht der Gebrauch der Landessprache, dann das Wort hatte eine andere Bedeutung, das heißt, der Priester war nicht mehr mit dem Rücken gekehrt zum Altar, sondern er wendete sich um, und die ganze Liturgie hat sich verändert, und deswegen mussten alle Kirchen umgebaut werden. Und da man sich wahrscheinlich nicht sicher war, ob das von langer Dauer sein würde, hat man ein Provisorium gebaut. Und das hielt bis zu diesem Zeitpunkt, und man veranstaltete einen Wettbewerb und hat für den Wettbewerb ganz geschickt immer Paare ausgesucht in Altersstufen, young, middle-aged, mature, und immer einen Architekten und einen Künstler. Und wir waren in der Kategorie middle-aged Architekt dabei bei dem Wettbewerb. Und wir konnten dann, ohne Spezialisten zu sein, haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Ort, mit der Liturgie, und konnten da überzeugen, weil dieses Projekt einen Konsens ermöglicht hat, von vielen Versuchen, diesen Altar zu ersetzen. Der Grundriss des Eingriffes bezieht sich auf diesen Ort, und die Bilder der Kathedrale werde ich noch zeigen. Die ist eine barocke Kathedrale, wo man überwältigt ist von den verschiedenen Ausschmückungen. Und in diesem Fall ist dieses Chorgitter eines der Ausgangspunkte gewesen, und natürlich die Kuppel, die Mitte beschreibt. Und um diese Bedeutung dieser Mitte und geht es bei diesem Entwurf, der sich in die Sprachlichkeit dieser Ellipsen mit denen umgehen möchte und dabei folgende Dinge beschreibt. Also einmal das Chorgitter, das ich erwähnt habe, was sozusagen den Chorraum trennt von den Kirchengängern, Besuchern, den Gläubigen. Und dann eigentlich drei Stufen. Die erste Stufe, die zweite Stufe und dann als ausgesonderten Ort die dritte Stufe, auf dem dann die heiligsten oder die wichtigsten Elemente der Liturgie stehen, der Altar und der Ambo. Ambo ist dieses Pult, von dem aus dann der Priester sich an die Gemeinde wendet. Bei dieser Versetzung dieser Ellipsen geht es darum, dass
unsere Interpretation, wir Menschen auf der Erde, diese Bestrebung nach diesem Absolut haben, nennen wir es mal Paradies, und dass diese Ellipsen sozusagen in die Mitte streben, dass dieser Altar diese Ellipse fast in der Mitte belegt, der Priester steht dann hier, aber dass im Hinblick auf die Interpretation von Vatikan II das Wort doch in diesen beiden Erscheinungen einen Vorrang hat, und deswegen ist das der Ambo nach vorne geschoben. Das sind die beiden Elemente. Das dritte Element ist die Taufe, das ist das Taufbecken, das war auch Teil des Programmes. Und das Taufbecken, das hatten wir am Anfang des Wettbewerbes hier, aber in der Diskussion, dreijährigen Diskussion mit der katholischen Administration, haben wir dann begriffen, dass diese Position viel stärker ist, denn das ist der Eingang von Norden, das ist der Eingang vom Westen, und der wird sehr oft benutzt, und damit als erstes Sakrament, die Taufe, ist das ein fantastisches Symbol. Man kommt hinein und man benutzt dieses Taufbecken wie die kleinen Weihwasserbecken, die man in den Kirchen kennt, und gleichzeitig werden dort Taufen ausgeführt. Dann gibt es diese Sedilien, diese Bänke, auf denen die Priester und die Messdiener und Dienerinnen sitzen. Und dann, da es eine Kathedrale sitzt, gibt es natürlich auch den Bischofssitz, der hier steht, auch Teil der funktionalen Bestellung des Entwurfs war, und dann noch einen Kerzenständer für die Osterkerze. Also das ist ganz einfach und trotzdem wichtig. Und dann sieht man geometrisch, was ich versucht habe, so abstrakt zu erklären, die Kuppel der Kathedrale, die Mitte, diesen Punkt und dieses Bestreben quasi als Idealbild von Vatikan II, dass der Priester in der Mitte steht und alle drumherum um ihn versammelt sind. Und ein letztes Element, das noch nicht ausgeführt worden ist, leider, war ein Ring, der schweben sollte über diesem Altar und der auch wiederum als sozusagen Heiligenschein, banal gesagt, aber sozusagen diese räumliche Säule, die hochgeht in diese Kuppel, greifbar machen sollte, den Raum, die Luft zwischen diesem Ring und dieser Kuppel physisch erfahrbar machen sollte. Vielleicht kommt er noch. Genau, und das waren dann die Darstellung dessen, und man sieht, wie wichtig das Chorgitter ist, als Hintergrund mit der fast immer geschlossenen Tür, und der Altar, Ambo, der Ring und der Bischof sitzt da ganz weltlich, nicht mit einer großen Lehne, sondern nicht über den Horizont der Chormauer hinübersteigend. Und das ist das, sagen wir mal, zu Ende der Ausschmückung der Kathedrale, eine etwas düstere Darstellung, aber trotzdem noch barocke Darstellung dieses Himmelreiches, der über diesem Altar steht. Das dann eine materialisierte Zeichnung, und hier sieht man den Zusammenhang, oder der ist angedeutet von diesen barocken Blättern. Also unser Wunsch war es, einfach auf der Höhe zu sein mit den handwerklichen, künstlerischen Ausstattung dieser Kirche und sozusagen den Grad der Abstraktion zu verlassen und uns unter die Ausschmückung der Kathedrale zu mischen. Und das Motiv dieser Blätter ist das Motiv, was am Chorgitter auch da ist, allerdings aus schmiedeeiserner Technik. Und die haben wir benutzt, um diesen Altar zu umfahren. Und auch hier sieht man die erste Stufe, die ist zwar hier, aber dieser Rand schafft einen Übergang zwischen dem existierenden Boden der Kathedrale und dem aufsteigenden Ornament und dem Wechsel der Materialität zwischen diesem und den ersten Stufen. Und deswegen ist die Taufe sozusagen als erster Eingangsschritt in die Gemeinde der Gläubigen sozusagen auch
auf der Erde, weil da fängt es an. Das Modell einfach nur mit dem gespiegelten Taufbecken, so wie wir das abgegeben haben für den Wettbewerb. Und jetzt sind wir schon bei der Planung. Und ich zeige eine Serie von Zeichnungen, die zeigen, dass man diese Ellipse, die gar nicht so einfach ist, geometrisch zu beschreiben, und das macht auch jedes noch so gute CAD-Programm leicht anders, oder? Wenn Sie die ausplotten und übereinander legen, ist es immer eine andere Ellipse. Und dann begann die Arbeit, diese Blätter, die sich immer in der Größe verändern und die diese Stufen umspülen, zu zeichnen, eins nach dem anderen, in der Zuversicht, dass wir jemanden finden würden, der in der Lage sein würde, das zu bauen oder das zu schneiden und zu realisieren. Und dann dachten wir, naja, das ist sicherlich ein Knopfdruck und dann kommt eine Fräse und die kann das. Und das haben wir auch versucht, und mit Naturstein kam da ein Gebrösel raus, was nicht zu verwenden war. Und dann musste man quasi umdenken und schauen, wer kann denn das überhaupt machen. Und man hatte die Blätter gezeichnet und auch die Stücke, die sehr kompliziert sind, das sehen Sie am Muster draußen. Wir hatten diese Idee, dass diese Blätter sozusagen in Bewegung bleiben und organisch auch die Stufen hinaufwachsen. Und die Ellipse ist konkav, also konvex, aber die Stufenrundung ist konkav. Und dann können Sie sich vorstellen, dass das eine Stück, was diagonal nach oben geht, das hat also viele geometrische Bedingungen, die kann man dann zeichnen, aber dann muss man jemanden finden, der eine Hand hat, die das auch bauen kann. Hier der technische Aufbau und das Detail, wie es erstmal gedacht war, das ist die bündige erste Stufe, dann diese konkave Kehle hoch, die nächste Stufe wieder konkav, dann gerade, und die oberste Stufe bleibt abstrakt, scharfkantig, und das ist als gegossener Stein gedacht, als Terrazzo, und die Stufen aus Naturstein, und die wechseln die Richtung und die Ondulation passt sich dem zur Verfügung stehenden Platz ein. Und das ist erstmal so als Schnitt möglich, und dann fängt diese Arbeit an, einzeln diese Blätter zu denken, zu zeichnen, zu nummerieren, und dann jetzt das Gleiche, das ist das Muster im Prinzip, was draußen steht, als erster Versuch, um jemanden zu finden, der es vielleicht machen kann. Und hier das gleiche Muster ohne den Terrazzo-Überzug, wo man tatsächlich die Stärke dieser Blätter sieht, die tatsächlich eingelassen in den Boden fast wie Papier wirken, aber eigentlich eine Plattenstärke besitzen. Und diese komplizierten Formstücke sind diese hier auf den Seiten. Und einfach nur mal in Natura gezeigt, das Gleiche. Wie ist das überhaupt möglich, das so präzise zu bauen, wie es gedacht ist? Also zwischen dem Geist und der Hand ist noch ein weiter Weg. Eines dieser komplizierten Kehlstücke, also konkav, konvex die Ellipse und dann den diagonale Verlauf und natürlich fugenlos, oder? Zwischen diesem einen, zwischen diesem Stück und dem nächsten Stück sollte eine Nullfuge sein, also es sollte ein Kontinuum sein. Keine Dehnung, kein Silikon, gar nichts. Also einfach das, was es ist. Gut, und jetzt haben wir dann dank der gelben Seiten, wie durch Zufall, ich weiß auch nicht, ob du das noch weißt, auf jeden Fall der Florian, der mit mir das Projekt erarbeitet hat, und der hat dann gesucht und ist dann auf den Urs um die Ecke gestoßen, und der sagte, ich kann diese Blätter schneiden, kein Problem. Dann auch die Kehlstücke, das verstehe ich, das kann ich machen. Und dann hat er für diese Muster, wie es da draußen steht, für verschiedene Unternehmen diese Muster produziert, die Ornamente. Und jeder sollte seinen Terrazzo probieren und
Du hast wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, na, Terrazzo habe ich noch nicht gemacht, aber das kann ich auch. Und ich nehme das ganze Paket zu mir und dann ist es in guten Händen. Und jetzt im Nachhinein war es das auch. Also aber das Risiko verursacht einem immer noch Herzrasen, wenn man dran zurückdenkt, was hätte alles schiefgehen können. Und das ist dann nicht nur das Lasern, sondern das ist die ganze Logistik, die dahinter steckt und dann auch überhaupt das Bauen und das Bauen mit Schablonen und die Vermessung vor Ort, diese Präzision, die es dann braucht. Vielleicht übergebe ich dir das Wort und fall dir immer wieder ins Wort mit Anekdoten, die mir dazu einfallen. Ja, gut, machen wir also, so. Hier kannst du vorwärts, rechts. Okay. Also zur Präzision, das Ganze war wirklich also keine normale Baupräzision. Das ist so auf den halben Millimeter geschalt, betoniert und hat im Ganzen dann fertig eine Abweichung von 1,5 Millimetern. Also was wir hier sehen, ist dieses Schablonensystem, Schalungssystem. Das haben wir für verschiedene Zwecke wiederverwendet. Ich wollte es eigentlich jedes Mal verrechnen, aber das ging nicht. Also hier sehen wir auf die bestehende Situation aufgelegt diese erste Schablone, also Größe von 2,5 Meter, glaube ich, die Einzelstücke. Wir sehen die Schraubenlöcher, Entlüftungslöcher. Also bis wir nur diese Schablone hatten, also so brauchbar, haben wir ziemlich viele Tests gemacht. Erster Zweck der Schablone oder dieses Systems war die Ausschneidende vom Fußabdruck von der ganzen Arbeit. Hier sehen wir diese alten Platten, Sandscheibenplatten, 4 cm dick. Dann die erste, diese Plinte auf Höhe Boden. Die hat dann, wir hatten einen Anstand von 7 cm nur und dann ging es über. Also es war jetzt ein bisschen dicker gezeichnet im Schnitt. Das sind diese vorhandenen Harzsandsteinplatten. Die sehr wertvoll waren, wenn man wollte sie wieder einbauen, dann den Anschluss an die Ellipse zu finden. Also die wurden auch beiseite gelegt und mussten dann auch geschnitten werden als Passstück. Wurden überarbeitet, geschliffen und die Rundung eigentlich auf Maß angeschnitten. Dann, was wir hier sehen, ist das Nivellieren dieser ersten Schicht. Also sämtliche Aufsichten wurden ineinander gelegt, um die ganze Geometrie im Grundriss sicherzustellen. Also nicht, dass die Fuge zwischen den Elementen die Präzision stört, wurde die ganzen Aufsichten ineinander gelegt. Die wurden nivelliert mit Tonknollen und dann diese Schalung gebaut, in Ringen, Winkelelementen und es wurde eigentlich untergossen, oder? Stahlbeton. Wir haben das ganze System nach unten gezogen mit Chromstahlschrauben, entlüftet und in der Aufsicht wurden die Ranken negativ eingefräst in der Untersicht. Also die sollten sich auf den Aufsichten abzeichnen. Somit haben wir schon den Ort, den Weg der Ranke festgelegt im Rohbau. Was wir hier auch noch sehen, ist, dass die Staubzelt, das erstellt wurde, also Unterdruck in diesem Bereich, das war auch noch ein ziemlich... Genau, das hatte man am Anfang etwas unterschätzt, also der Schutz, aber auch der,
der Staub, der noch mehr werden wird, unterschätzt, der anfällt. Und weil eine Reinigung der Kathedrale würde das Budget quasi des Altars nochmal verschluckt haben. Also musste man sicher gehen, dass das nicht passiert. Und das wurde dann vorne im Nordausgang rausgeblasen. Und dann war das zu laut. Und dann musste man einen Schalldämpfer bauen, damit die Batterie um die Ecke ihre Kunden nicht verlieren würde während der Bauzeit. Diese Elemente wurden eigentlich auf den halben Millimeter einnivelliert, also optisch, mit einem Nivelliergerät. Also Laser, was man so auf den Baustellen sieht, das ist wäre viel zu ungenau. Hinten eigentlich die Pläne, die haben wir noch mitgebracht, so, wo sich die Handwerker orientieren konnten daran. Dann diese gesamte Stahlung. Jetzt mit dem Anschluss an die originale Substanz da, die wurden wieder eingepasst. Und das haben wir dann untergossen. Wurde noch eine zweite Rückhaltestruktur darüber gelegt, um da den Auftrieb ein bisschen zurückzuhalten. Und das ist jetzt dieser Betonunterbau, die Chromstahlstrukturen, Chromstahlstangen, Gewinde sind noch ersichtlich. So hat man diese Form immer wieder positioniert mit diesen Schrauben, über diese Schrauben. Leicht erkennbar ist auch die Ranke in den Aufsichten. Aber es ist schwer erkennbar. Das ist wie so ein kleines Relief auf dem, ein leicht dreidimensionales Tattoo im Beton. Und ich erinnere mich noch an eine Diskussion wegen des Zeitdrucks, weil die katholische Administration hatte die Weihe schon programmiert, denn es sollten Honorationen aus Rom kommen. Und da war also kein Verzug möglich. Und dann ging es um die Trocknungszeiten, oder? Die Angaben des Herstellers, wie lange hätte man den Rohbau trocknen lassen müssen. Und du hast einfach gesagt, ich mache nass in nass, das ist eh besser. Und bravourös über das Faltblatt mit den Gebrauchsanweisen, mit den Nebenwirkungen darüber hinausgesetzt. Also das war schon gut. Also 8 Wochen gewonnen. Genau. Also dort die gesamte Bauzeit vor Ort war 10 Wochen. Mhm. Also die erste Verwendung war diese Schalungsübung. Und hier sind wir schon, haben wir die Aufsichten wieder gesetzt, zusammengesetzt, angekettet mit diesen Schrauben auf den verschiedenen Ebenen. Das hat gedient, um die fertige Stirn sichtbar zu machen. Also diese Einlagen, die Ranken, die hat man auf die Fertighöhe gesetzt. Und die Stirn dieser Schablone, daran haben wir uns orientiert. Also die Idee war, diese Rankeneinlage, die ja 3D über diesen Krümmling lief, dass man die nicht ankratzt, sondern nur ankratzt und nicht verschleift. Dann, das ist eine Sequenz aus der Werkstatt, die Vorbereitung für diese Ranken. Das Material ist so das edelste oder das dunkelste Bardilio-Material, das kommt aus dem Raum Carrara da, wie auch alles andere. Siena, Carrara, Verona, so die Wiese, die kommen
da. Das ist das dunkelste und fragilste Material auch, das man da kriegen kann, also ohne große Adern. Ein Rohblock hat alle 10 cm einen durchgehenden Defekt, einen Riss. So, das ist das Rohmaterial. Wir sehen hier eine Wasserstrahlmaschine, etwa 3.500 Bar Druck, und mit Sand werden die ausgeschnitten. Das sind diese Krümmlinge. Da hat das Büro ziemlich lange gesucht, bis sie da jemanden gefunden haben, der diese Krümmlinge macht. Das ist eigentlich nicht so eine Sache. Wir haben die aus einem präzisen Stück gefertigt, also aus einem hochpräzisen Stab gefertigt von zwei Seiten. Das war eigentlich unser Satz. Das hat funktioniert. Es gibt, glaube ich, 150 Stück, immer mit einer anderen Aus- und Einfahrt. Das sind so ein bisschen die Organisation dieser Kehlstücke, Ranken, Blätter. Die Blätter hat man wieder einem Blatt zusammengefügt im unteren Teil, sodass die Montage oder das Ausrichten dieser Elemente möglich war oder mit einem normalen Arbeitsaufwand möglich war. Bei dieser Blätter liegen dort auch diese Ausdrucke, wo der Konditor seine Ware vorbereitet für die Assemblage. Ja, da gab es zwei volle Kästen mit, schlussendlich. Links so ein Kasten mit den nummerierten Teilen, rechts auf dem Bild sehen wir die Ausrichtung an diesem Schablonensystem in Höhe und Position im Grundriss. Noch wieder hier das Ingeniöse dieser Tonkugeln, die es erlauben, das Blatt, solange der Ton weich ist, zu justieren. Es geht hoch und es geht runter. Also nichts Festes. Erst wenn alles justiert ist, ja, kann es verfestigt werden. Also diese Einlagen hatten wirklich auf den halben Millimeter an die fertige Gestalt angebracht zu werden. Oder das hatte ziemlich genau zu sein. Diese einzelnen Elemente, also ein Element war jetzt das Blatt mit dem Stiel, die wurden mit Hilfe der Tonkugeln auf diese fertige Höhe gedrückt und dann provisorisch unterschlagen mit etwas Polyester. Als das dann hart war, haben wir das unterschlagen mit Mörtel. Also es war so mehrstufig und deshalb, oder so konnte man auch wirklich die letzten Verschiebungen gewährleisten gegeneinander. Wieder so aus der Arbeitsschritt ein Bild. Dann die feilen jetzt die einzelnen Elemente zueinander. Also, hat auch Ungenauigkeiten in der Schnittstärke bei so vielen Teilen. Die wurden dann von Hand eigentlich gefeilt. Es ist immer rohe Steinoberfläche. Was man da auch noch sehen kann, sind die weißen Gipspunkte. Also diese, als dann mal die Stirnen gesetzt waren, hat man die Grundrissschablonen mit Gips unterschlagen und dann entfernt. Und so hatte man die Gipspunkte
in der Aufsicht, waren dann die Fixpunkte für die Höhe. Also die liegenden Elemente konnten anhand der Gipspunkte ausgerichtet werden. Sonst hätte jedes Teil eingemessen werden müssen. Oder? Und das ging, ich glaube, das war eine Woche Arbeit so. In dem Stadium. Da jetzt korrigiert, Vorbereitung für den Terrazzo. Da ist jetzt alles drin. Also die sind jetzt unterschlagen, die einzelnen Teile. Das Verfahren für diese vertikalen, für das vertikale Anbringen von Terrazzo, das haben wir ziemlich lange versucht und dann eine Lösung gefunden mit diesen gesetzten Stücken in Schnellzement, haben wir diese reingedrückt, diese großen Steine. Interessant hier auf dem Bild, im Eck braucht es mehr, dass das Eck, das positive Eck, die Stirne, dass das korrekt ausschaut, braucht es mehr Steine, oder? Und also interessant, eine eintönige Arbeit, aber hatte korrekt, ziemlich korrekt gemacht werden. Die sind eigentlich 1 Zentimeter überhöht, so zur fertigen Oberfläche, diese Zähne. Und der Erscheinung des Terrazzos ging ja auch unter uns eine Diskussion voran, zu sagen, wie fein muss dieser Terrazzo sein, also oder wie grob sollte er sein, damit er nicht ein Terrazzo ist, wie man ihn vielleicht aus dem Flughafen kennt oder so, der sozusagen keinem wehtut und der möglichst feinkörnig ist. Und deswegen dann auch die Auswahl, dass man sagt, es gibt tatsächlich Steine, die größer sind und es gibt eine Hierarchie, was an die Terrazzen erinnert, die man aus Italien kennt. Oder? Mhm. Mit dem Hintergrund dann auch noch, dass es auch noch dienlich ist für die Vertikale. Genau, die Ranken haben ja auch gute Arbeitsschritte ergeben. Also die ganze Arbeit hat ja keine Dilatationsfugen, das ist ein Stück. Aber diese Ranken haben die Arbeitsschritte dann vom Einbringen des Teigs oder der Masse eigentlich gut mitgeholfen gelingen. Wir sehen hier wieder die Stifte, die Positionsstifte. Vom Stahls hat ziemlich viele. Der Florian, der selber noch Hand angelegt hat. Ja, er war eine gute Hilfe. Ja. Hat immer alles im Auge behalten. Was auch noch ziemlich schwierig war, also ich habe mir diese Herstellung oder dieses Verfahren eigentlich schon ausgedacht. Oder? Aber das mit der Präzision auszuführen in diesem Ausmaß, das war nicht ganz ohne. Also es war auch anstrengend, oder? Das optische Einmessen mit einem Nivelliergerät. Irgendwann machen die Augen nicht mehr mit, zum Beispiel. Und dann hinterfragt man das selber, ob das wirklich so genau zu machen ist. Wir sind ja schon beim Einbringen von dieser Terrazzo-Masse. Ich habe die Aggregate da mitgenommen, auch beim Muster vorne. Und das ist dann so dieser Viererstein, so 12 mm Durchmesser hat der. Interessant zu dieser Mischung ist eigentlich, es hat die ganze Siebkurve Marmor drin. Also heute wird normaler Terrazzo ist eigentlich Weißzement und hat Dispersion drin und wird dann ein bisschen angeschliffen. Und hier haben wir eigentlich die ganzen Siebkurve genutzt. Und
recht wenig Weißzement, viel Kalkanteil. Und zu dem Weiß ist zu sagen, wir haben auch von dem Badilio, also dem dunkelsten Grauwert, und Rot haben wir drin, Gelb. Und diese farbigen Anteile oder die dunklen grauen Werte, die sind sehr zurückhaltend eingesetzt. Also das Weiß hat 17 Teile und von den dunklen haben wir vielleicht einen halben Teil drin oder ein Drittel Teil, also ganz wenig, ganz zurückhaltend. Das macht es ein bisschen aus, der bleibt dann so frisch, oder? Und sonst ist es wie Salz und Pfeffer. Von Hand wird das verdichtet. Immer. Dann, genau, das sind Ausschnitte aus einem Film, den die Rahel gemacht hat, der das, die Arbeit in der Bewegung dann zeigt. Eben, Handwerk. Nur Stills und Grafik, sondern nivellieren, das Drücken mit dem Gips, füllen, immer wieder das Prüfen, alles auf den Knien. Das ist, muss man nicht mehr nach Santiago de Compostela pilgern. Und der Ablass fürs Leben. Und der Eindruck war jedes Mal, als diese Zustände erreicht waren, dass es gewaltig ist, dass dort sich auftürmt. Und war noch nicht abzusehen, wie das Endergebnis sein würde. Also vor lauter Aufregung dieser verlierten Struktur. Man konnte schon die Elemente alle erahnen, aber man wusste nicht, geht das überhaupt? Und die erste sozusagen fast schon Enttäuschung war, als dann der Terrazzo gegossen worden ist, als das alles begraben worden ist in diesem Guss, wo man sagte, Mensch, wann kommt diese Arbeit wieder zum Vorschein? Da kannst du nochmal. Ja. Da sieht man dieses Einbringen des Terrazzos und auch das Setzen der Steine, das ja, dort. Und dann die Ordnung, die das Ornament vorgibt, auch die, wann kann ich eine Pause machen? Also habe ich sozusagen eine Bucht geschafft und dann mache ich die nächste. Und interessant sind diese roten Punkte, das ist dieser Laser, oder? Mhm. Der sozusagen das Fertigniveau angibt, der dann sagt, wann versenke ich diesen Stein, bis wohin kann ich ihn versenken? Also dann auch wieder dann dieses Hightech, was es doch ist, aber als Maß der Dinge und als Richtschnur für die Hand. Genau, und das ist, als diese Arbeit des Eingießens fertig ist und um den Trocknungsprozess oder diese Spannung nicht zu übertreiben, wurde das dann alles mit dieser Folie überdeckt, um da dem Werk Zeit zu geben, oder? Sich aneinander zu gewöhnen. Ja, für die folgende Schleifarbeit ist diese Qualität von unserer Mischung ist ziemlich zäh. Wir haben da ein bisschen zu lange gewartet mit dem Schleifen. Wieder die Arbeitsschritte zum Einbringen der Deckschicht. Dann der dritte Verwendung der Schablone. Das ist eigentlich die Maschine, die wir gebaut haben. Was vom Holz her kennt, das ist eigentlich eine Oberfräse geführt an dieser Schablone.
Und mit dieser Maschine haben wir Stirn und Kehle zur nächstfolgenden Aufsicht geschliffen. Einer trifft. Ja. Genau, diese Maschine, diese Erfindung entlang dieser Schablone, die garantieren sollte, dass man beim Eintreten in die Kathedrale diese einfache, scheinbar einfache Ellipse auch so fehlerfrei wahrnimmt in ihrer Bauchigkeit. Und da war natürlich jede Veränderung unvorstellbar. Also das musste wirklich an dieser Schablone geführt werden. Man sieht hier wieder auch diesen Laser und die Arbeit, Handarbeit. Genau, bis das Blatt erscheint, geboren wird, dann ist man auf dem richtigen Level. Oder? Ja, diese Korrekturarbeiten, das hat sich recht, zum Glück recht im Rahmen gehalten. Also ich habe da eine Woche kalkuliert und eigentlich keinen einzigen Tag gebraucht für die Korrekturen. Das ist alles freigeschliffen worden und eigentlich fehlerfrei. Das war sehr erfreulich. So Staub gab es auch ziemlich viel. Etwa 20 Kubik, sicher 15 Kubik Staub. Wenn da nach dem Grobschliff wird die Arbeit gespachtelt, die feinen Poren gespachtelt und zweimal den gleichen Schliff aufgebracht, den gleichen Korn zweimal geschliffen. Und am Schluss nass geschliffen und geseift, also von Hand geschliffen mit Nassschleifpapier, so ähnlich wie Karosserie oder. Hier sind auch noch Einlagen, sichtlich die Steckdosen da unten rechts. Ja, schon ein Hightech-Altar. Also, mit allem, was dazugehört. Also Mikrofon, falls die Batterie nicht funktioniert. Für Konzerte auch. Die paar Sachen sollten schon dabei sein. Auch für das Mikrofon, für den Bischof. Genau, und bevor die Möbel kommen, das war auch eine einmalige Erinnerung, weil unter jedem Altar ist eine Reliquie, also ist ein kleines Grab. Und in einer Sitzung kam dann einer der Priester und brachte so eine Bananenkiste mit, in der er einige Knochen hatte, also ganz so, als wäre es nichts. Und dann sagte er, was legen wir dann dort rein? Und dann wurde ausgesucht, was denn für Knochen dort hineinkommen. Und dann hast du einen kleinen Sarkophag Marmor gestellt. Und das ist die Weihe und eben den Deckel, der dort auch eingemörtelt worden ist, um dann mit dem Altar überbaut zu werden. Das war so dazwischen, man sieht ja noch die Schleifspuren, das ist noch weit davon entfernt. Und die Möbel, die sind alle noch nicht da. Die sind sozusagen bei beim Urs in der Werkstatt. Und die unterlaufen auch demselben Prozess wie die Stufen, nur in der Vertikalen. Genau. Also wir wollten nicht die nicht in Kunststein gießen, produzieren, sondern mit dem gleichen Terrazzo überziehen.
Die Möbel haben keine Farbanteile, oder sind etwas weißer. Das Bild zeigt den Taufstein, die Unterkonstruktion, CNC gefräst, vorgefräst, mit dieser ersten Schicht, dem Gerüst mit den großen Steinen. Die Fixpunkte bezeichnen die fertige Höhe. Die gesetzten kleinen, die Masse aufgebracht. Die Gegenschalungen sind auch aus Stein gefräst. Also die, sehen wir auf einer Schiene, das gleiche Teil wird überfräst, gleiche Programm, eigentlich um da sicher zu gehen, dass keine Fehler passieren und das schön gleichmäßig ausschaut. Schalung für den Altar. Hohl, also herkömmlicher Stahlbeton. Die Einlage ist oben da, diese Platte, dann aus einem sehr edlen Marmor, also Naturstein eingesetzt, auf die Fertighöhe und Terrazzo nicht im direkten Anschluss. Alle die liturgischen Möbel sollten im Entwurf zuoberst eine edelste Schicht erhalten, die es geht. Also der Altar, ein Stück Marmor ohne Fugen, der Ambo aus Olivenholz, Anlehnung an das Neue Testament und an diese Kraft des Baumes und die Taufbecken mit einer Silberschale und der Bischof sitzt dann in Nuss, weil die Möblierung in der Kathedrale auch aus Nussnold ist. So, immer die oberste Schicht ihrer Bedeutung entsprechend edel und zu dem Rohmaterial noch, das ist glaube ich 3,20 lang, das Stück. Und das ist auch aus der Carrara-Gegend. Wer es kennt, das ist wie eine Caldera dort, die Situation. Massa Carrara, so ein Ring, weißen Bergen. Und das Material kommt wirklich von zu oberst. Also aus dem Steinbruch gewinnt man sehr viel P-Qualität, also Puro. Das ist die Seite, die Michelangelo erschlossen hat. Unterschied zu herkömmlichen oder zum größeren Vorkommen ist, das Gefüge ähnelt hier Karamell und im Vergleich zum normalen oder größten Teil des Vorkommens, der ist wie ein Würfelzucker. So kann man sich das vorstellen. Hat ja ein bisschen einen schlechten Ruf, so alltagstauglich, im Alltag nicht zu gebrauchen, oder? Aber das, wenn man da das sogenannte feine Korn wählt aus der Gegend, dann ist das sehr resistentes Material. Heute auch keine Preisfrage mehr. Das ist sehr gefragt, das Material. Und mehr die grafische Qualität macht den Preis aus. Nicht die Qualität des Steins an sich. So, angebracht. Das sind diese Lilien, 6,50 Meter lang. Die dann auch fugenlos auf die Stufen passen, das sieht man unten links, sollten wirklich einfach aufgesetzt werden und passen. Sind
sind, haben auch einen Beton, also hohl, ist eine hohle Konstruktion, Stahlbeton. Und die wurden dann von Hand geschliffen, jetzt so die Größe. Ähnlichen Verfahren. Die Ladeszene da. Und wir hatten nicht überprüft, ob überhaupt das Baufahrzeug in die Kathedrale fahren kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt, man musste Luft aus den Rädern des einen Fahrzeugs lassen, damit es tatsächlich reinfahren kann in die Kathedrale. Also soweit, ich musste da irgendwie eine Detailkalkulation erstellen von der ganzen Übung und das habe ich einfach irgendwie anders kalkuliert. Ich mache häufig liturgische, also Umsetzungen liturgischer Orte für Künstler und es ist immer ein bisschen das Gleiche, aber diese Elemente, das hätte uns sehr, sehr viel Zeit gekostet, das von Hand in die Kathedrale einzubringen und zu versetzen. Es gibt schon heute so Bauten, Fahrzeuge und alles, aber das hat alles nicht funktioniert. Schlussendlich sind wir mit dem Fahrzeug da gefahren. Ein bisschen die Luft abgelassen, Stahlplatten gelegt und dann so versetzt. Auch praktisch keine Fuge in Elementen. Hier sieht man sehr schön ein bisschen dieser Grauwertunterschied vom Möbel zum Podest. Die Möbel wurden noch weiß lasiert, verleicht und eingewachst. Also es gab rohe Terrazzo-Stellen, geseift und eingewachsen, das wurde mit Garnaubawachs eingewachst und poliert teilweise. Und hier haben wir zum ersten Mal gesehen, ob das überhaupt, man kann nicht von Funktionieren reden, aber ob die Wahrnehmung, dieses Wachstum nachvollziehen kann, dieser Linie, die Stufe hochklettert und wieder runterklettert. Und da kann man geteilter Meinung sein, das war immer wieder Diskussionspunkt mit vielen, vielen Leuten, denen man das Projekt gezeigt hat in der Planung und gesagt, ja, geht das überhaupt nicht? Und die letzte Stufe sieht man, das ist die oberste Stufe, wo die Ansicht nicht konkav ist, sondern scharfkantig und die auch in der Ansicht kein Ornament hat. Wir haben dann auch, das kommt jetzt dann, das Vortragskreuz auch noch entwerfen dürfen. Kissen angefertigt, Pilz für die Weihe und für die Steigerung der Ausdauer bei längeren Messen. Und da sieht man das Vortragskreuz, Holz, Blattgold belegt und einem Stab, der herausnehmbar ist, weil die Kathedrale viele Vortragskreuze aus verschiedenen Epochen besitzt, um die dort an der Stelle anzusetzen. Und da wir nie alleine sind, einfach eine Liste derjenigen, die entscheidend dazu beigetragen haben, dass das überhaupt möglich ist, von der Planung über die Ausführung
über diese Arbeit. Und das ist fast schon in Zeitraffer so eine Art Bauhüttenerlebnis, aber nicht über ein Leben, sondern über eine kürzere Zeit, bis hin zu dem Film von der Ryle Lemmer und den Fotos von Helen Binet. Dankeschön und danke dir, Urs, dass uns zur Verfügung, wir haben eine Kerze angezündet, dass das... Vielen herzlichen Dank euch beiden für diesen wunderbaren Einblick in ein Lebenswerk. Meines Erachtens eine hohe Disziplin innerhalb einer ehrwürdigen Kathedrale, sich an solche Aufgaben zu wagen. Ich würde gerne an dieser Stelle die Zeit noch nutzen, um Fragen aus dem Publikum an die Herren zu richten und werde einfach durch die Menge gehen und das Mikrofon übergeben. Guten Architekt, Sie haben jetzt zweimal etwas von geseift gesagt. Wegen dem Schleifen oder wegen dem Glanz? Oder was hat, können Sie da noch etwas genaueres sagen? Vom Schleifen her ist das so Korn 120 von Hand und wird dann mehrmals geseift. Also die Oberfläche kann man sich wie ein Schleifpapier vorstellen, eine kleine Hügellandschaft. Und da werden mehrere Schichten Seife aufgebracht, die sich dann erhärten. Man kann es nicht auf einmal aufbringen. Also es wird wirklich, haben wir vielleicht viermal geseift, mit zeitlichem Abstand. Und das gibt eine sehr, sehr harte Oberfläche. Und auch sehr benutzerfreundlich, pflegefreundlich. Also wir merken, dass wenn wir jetzt irgendeine Korrektur machen und diese Oberfläche durchbrechen müssen mit Schleifpapier, das wird eine ziemlich harte Oberfläche. Ich wende diese Seife auch auf allen Ablagerungssteinen an, Marmorküchenabdeckung. Das funktioniert ziemlich gut. Also man merkt es, wenn ein Kunde das nicht seift, dann das ganz was anderes. Und die Seife als Schicht, die bleibt dann bestehen? Wäscht sich die nicht aus bei der Reinigung oder so? Ja, man ist wie ein Lederschuh, oder? Man sättigt nach mit der Seife. Muss die richtige Seife sein. So eine, die nachsättigt. Man kann es mit einem Lederschuh vergleichen. Und so eine Sache der Pflege, dass man das periodisch schön wieder macht. Und das, also bei dem Objekt wird das auch, haben wir das im Griff, die machen das gut. Aber so meine Erfahrung, heute nass aufnehmen, das macht niemand mehr. Die Leute wissen gar nicht, was ist. Wird in der Regel einfach der Schmutz verteilt mit Alkohol oder ich weiß nicht genau, was die Frau. Aber für Sandsteinböden oder Steinoberfläche so dieser Art ist das, bietet sich das an, oder? Und es funktioniert wirklich sehr gut. Aber die Art der Seife bleibt ein Geheimnis. Nein, das ist man kann da gewöhnliche Schmierseife gebrauchen oder die französische, die dunkle Seife. Da immer Steinseife, AMK, das ist eine sehr gute Erfahrung. Aber es gibt auch, also die Möbel sind mit Karnaubewachs, also das ist so das Bestandteil von Autowachs oder Möbelwachs. Das härteste natürliche Wachs. Und das haben wir mehrmals aufgebracht und dann poliert.
gibt da Elemente, die diese Oberfläche besitzen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Keine mehr. Also ich hätte selber noch eine Frage. War ist dieser Ort ja nicht alltäglich, um sich einerseits innerhalb dieser Bestandesgrundlage mit einer solchen Aufgabe auseinanderzusetzen. Und mich würde es zumindest interessieren, wie emotional dass es im Vorfeld bei so einer Anfrage, wie man damit umgeht und was das auslöst und wie einerseits von den Architekten der Entwurf sich emotional widerspiegelt und gleichzeitig nachher aber auch in der Ausführung der Handwerker. Ich kann für uns Architekten schon sagen, dass wir uns, wie wir es sehr oft machen, über gute Beispiele der Lösung der Aufgabe genähert haben. Insbesondere in diesem Wechsel von diesem Einschnitt von Vatikan II, was bedeutet das für eine Kirche, was bedeutet das, also natürlich, als wir Rudolf Schwarz angeschaut haben, ist es ganz sicherlich so, auch sozusagen, was Guardini geschrieben hat zur Positionierung des Altars, zur Konfiguration und zu der Bedeutung, die das haben kann. Obwohl ich sagen muss, über die Bedeutung bis auf die Positionierung des Taufbeckens haben wir in den Bauherrensitzungen nicht kaum geredet. Also es war eher ein Kennenlernen, ein Vertrauen fassen, ein Überprüfen, ob die erprobten Rituale und Funktionen überhaupt funktionieren in der Kirche. So, da hatte man große Sorgen, dass die Menschen, wenn sie zur Kommunion gehen, auch aneinander vorbeigehen. Also das war so weit, dass wir das in der Turnhalle, unterirdischen Turnhalle in der Kathedrale, also in der Administration aufgebaut haben, 1:1. Und mit den Messdienern vor Ort geprobt haben, bis hin zu, wenn Priester geweiht werden, legen sie sich quasi radial dorthin, dass das alles funktioniert. Also es wurde immer mit emotionaler Handbremse gefahren und selber hat man natürlich schon etwas aufgeholt von den eigenen Erinnerungen und Kenntnissen, weil das wie so eine Königsdisziplin ist, oder? Der Ort, die Bedeutung, was will immer mehr? Also das Höchste, was wir machen können. Aber wie gesagt, dieses stumme Einvernehmen war vielleicht der beste Beweis dafür, dass es funktioniert. Und man ist da auch ein absoluter Laie, wenn da der Leiter der liturgischen Kommission gegenüber sitzt, was will man da noch groß sagen? Da kann man nur über die Dimension und die Maße sprechen. Aber sicherlich für uns war das einmalig. Wir würden uns wünschen, natürlich eine Aufgabe erneut machen zu können. Auch die Entwicklung der Blätter war so eine Idee. Und es gab auch sehr poppige Erscheinungen, die wir in Erwägung gezogen hatten. Aber dann ist doch der Respekt des Kontextes und die Feingliedrigkeit war dann größer. Und dass wir dann auch gesagt haben, wir zeichnen selber diese Blätter, weil sonst hätten wir gesagt, auch, wir nehmen noch einen Künstler dazu, der kann das vielleicht. Also wenn wir dann wirklich dazu kommen, als Architekten Gestalt aufzeichnen zu müssen, also nicht Neutrales organisieren, sondern wirklich Gestalt. Und dann muss man die Entscheidung treffen, wie sieht das denn dann aus? Und wir haben es auch sehr oft geprobt. Wir haben es im Modell 1:1 geprobt, was wir aus Papier gebaut haben, um diese Ellipse, die Fernwirtung zu testen. Was ist, weil das kann alles nur schief gehen, oder? Und man merkt dann, wie friedlich das dann doch in dem Kontext liegt und trotz der ganzen Aufregung des Untergrundes ist das ein Teil und nicht das extravaganteste Teil in dieser Ausschmückung der Kathedrale. Also das zwingt einen so ein bisschen zu Bescheidenheit.
Und in der Umsetzung? Es ist ja schon noch, also in der Umsetzung, ich kann mir selber vorstellen, dass diese, gerade beim Staub, also wenn die Schleifarbeit beginnt, diese Angst des Austretens des Schleifstaubs irgendwo, diese Absicherung, dass es wirklich hermetisch abgeriegelt ist in dieser Zone, sodass man nicht irgendwo ja, diese aufwendigen Ausschmückungen der Kirche irgendwie beschädigt mit Schleifstaub. War da, wie viele graue Haare sind da dazugekommen? Ah, das... Keines. das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also für mich, haben ja mit unserer Firma fast alles gemacht. Außer dieses Staubzelt, diese Unterdruckanlage. Die hat ein Baumeister gestellt und das hat dann nicht so richtig funktioniert und das haben wir dann so schreinermäßig gelöst, der Holzkanal, und hat es dann funktioniert. Also das war jetzt nicht mein großes Kopfweh. Ja. Was also noch wir ganz haben immer gespürt bei dir, dass du sozusagen das Selbstvertrauen und den Glauben, die Gewissheit hast, dass wenn ich alle Schritte machen kann, dann baut das eine auf das andere auf, bis hin zu diesem 1,5 Millimeter Toleranz über das Ganze. Da komme ich hin. Das ist eine andere Situation, als wenn man jemanden vorfindet und dann gibt es die vermeintliche Schnittstelle. Ja? Und dann kommt man und sagt, soll ich hier jetzt den Abschluss finden? Sollten das hingehen? Und das war, glaube ich, das hast du gestemmt, oder? Mhm. Auch noch ganz schön, als wir dann fertig waren und die Restauratoren da gekommen sind, lief eine Malerin so in dieser Perspektive, eine Restauratorin über die Anlage, und sie dachte, das sei historisch, oder? Ach, schönes Kompliment. Oh, eigentlich ein schönes Schlusswort, genau. Ja. Ein schönes Schlusswort. Also akzeptiert von allen Seiten, als wäre es immer da gewesen. Mhm. Sehr schön. Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken bei Ihnen beiden, diese ausführliche Erläuterung über die Planung bis zur Ausführung und all den Details. Ich möchte mich bei allen bedanken, die wir dem Anschein nach ein weiteres Mal ihr Interesse wecken konnten mit diesem Thema heute Abend. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmals von der Seite Haus der Farbe mich bedanken bei der Rolf Schlagenauf AG, die das tatkräftig unterstützt. Insofern, dass wir die Möglichkeit haben, solche Projekte oder solche Teams, das ist nur noch, ich sage jetzt mal eher selten, in der Wirtschaft draußen gibt, denen die Plattform zu geben, solche Projekte vorzustellen und eben zu zeigen, dass Gestaltung im Handwerk viel mehr ist als nur die scheinbare Ausschmückung eines Werkes, sondern vielmehr eben Hightech kombiniert mit Tradition, heutige Werkzeuge zu nutzen in einem traditionellen Kontext, daraus Neues zu schöpfen, das sich dann aber gleichzeitig wieder als Akzeptanz integriert. Und das ist ein sehr schönes Zeichen. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz sagen, dass unser Anliegen mit unseren Bildungsgängen am Haus der Farbe, dass wir genau da mit dem Gestalter in Handwerk eine Stätte zur Verfügung stellen für Studenten, die sich genau in diesem Bereich weiterbilden möchten. Also Fachleute aus unterschiedlichen Branchen, seien es Schreiner oder Gipser, seien es Steinmetze, unterschiedliche Metallbauer, die in ihrer Disziplin genau an solche Orte streben, um solche Projekte zu realisieren. Also das scheinbar Unmögliche zu lösen, Lösungsansätze zu generieren, um dann eben solche Lebenswerke, Meisterwerke zu schaffen.
Merci. Vielen Dank. Danke. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben. Hinten an der Bar gibt es noch etwas zu trinken, etwas Kleines zu essen und die Chance nutzen, untereinander vielleicht noch ein bisschen auszutauschen oder eben noch individuelle Fragen an die zwei Referenten zu stellen. Vielen Dank.